Moin, ihr Wildhunde! Willkommen zurück zu Witcher 3. Was suchst du hier? Wir sind wieder in Novigrad. Weil ja hier die meisten Quests. Die besten Vorräte in ganz Novigrad. Nicht drängeln! Es reicht für alle! Es drängelt doch gar keiner. Sehr gut. Manieren haben immer Vorrang. Weil hier die meisten Quests gibt. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, bei ihm waren wir schon. Und irgendwie sollten wir uns eigentlich hier erkundigen. Zeig doch mal. Zumindest laut Karte. Den kaufen wir ihm ab. Der Rest ist Tünnef. Ah, der hat 800 Kronen. Da können wir bestimmt ein bisschen was. Bisschen was loswerden. Die ganzen alten Rüstungen. Buchsen weg. Und eigentlich solltet ihr auch einen Quest für uns haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt passiert, wenn wir gleich hier aus dem Menü rauskommen. Aber erstmal muss ich hier ein bisschen Trödel verkaufen. Ist irgendwo auch ein richtiger Käufer für diese Trophäen hier irgendwo. Dass man nochmal richtig Kohle für bekommt. Ein Sammler oder irgendwas. Weg. Ich kann auch alle weg. So viel Leder können wir gar nicht verbrauchen. Fleisch können wir auch nicht anfangen. Ich habe übrigens noch in dieser. Weiß nicht, was das war, diese Festung auf dem Wasser da. Wo wir gestern noch waren. Da habe ich noch ein bisschen Quecksilber gefunden und so. Also war doch nicht ganz so verkehrt, dass wir darüber sind. Über den Fluss, da können wir ja wieder schön was mit kochen. Oh, was verkaufe ich jetzt noch? Ich will ihm also ein Geld wegnehmen. Hiervon haben wir jetzt schon viel. Das haut doch hin. So, haben wir wieder schön Plus gemacht. Bis dann. Ach, der ist hier neben. Das ist ja nicht er. Was, wenn es stimmt? Ach, ich weiß es auch. Er ist das. Das ist teuflisch. Sei gegrüßt, Meister. Ich bin wegen des Auftrags hier. Habt ihr wirklich ein Koboldproblem? Oder war das ein Fehlerteufelchen in der Anzeige? Spaße nicht, Meister Hexer. Ich weiß, dass diese Kreatur nur im Märchen existieren dürfte. Aber ich habe eine mit eigenen Augen gesehen, als sie mich bestohlen hat. Na schön. Wie sieht der Kobold denn aus? Wie eine fiese, fette Katze. Aber eine sehr große Katze. So groß, siehst du? Und sie läuft auf den Hinterpfoten. Katze. Haben wir die Wache im Hintergrund gesehen? Was hat er dir geklaut? Also nicht einmal den da, sondern den jetzt? Einmal einen Fisch, dann Äpfel. Mag nicht viel sein, aber unterm Strich leidet das Geschäft. Und ich bin nicht der Einzige, der belästigt wird. Er hat fast schon jeden Stand auf dem Platz bestohlen. Also, wirst du ihm eine Lehre mit dem Silberschwert erteilen? Da müssen wir erstmal dealen. Wenn du ordentlich zahlst, kümmere ich mich darum. Die Nachfrage nach Hexern ist groß, das Angebot nicht. Ich kann mir die Aufträge derzeit aussuchen. Ja, wenn man so eine Hellebarde hat, so als Stadtwache, ja, das kann man sich immer schön abstützen. Na komm, wir sind mal gierig. Oh. Ein bisschen viel, aber wir finden einen Kompromiss. Das machen wir auf 75. Ein bisschen viel, aber wir finden einen Kompromiss. Ich will mich verarschen hier, Alter. Können wir ja gleich bei der Originalsumme bleiben. Das habe ich zum Anfang schon zu hoch angesetzt. Gut verhandelt, Meister. Na schön, abgemacht. Entspann dich, ich helfe dir. Kleine Geschäfte sind die Basis einer gesunden Wirtschaft. Und so weiter und so fort. Danke, Meister Hexer. Ich weiß nicht, ob es nützlich ist, aber vor kurzem sprang der Dieb über diese Mauer und lief in einen Durchgang. Das ist das Letzte, was ich von ihm und ein paar Waren gesehen habe. Was für eine Mist, wenn es stimmt? Also da bin ich ja tatsächlich ein bisschen gespannt. Katze. Der Händler hatte recht. Sieht wirklich wie eine Riesenkatze aus. Hm.
Nein, nein. Und? Dabei? Machst du mit? Und jetzt? Warum geht's jetzt nicht weiter? Da sind noch Tapsen. Wir fahren hier gerade. Achso. Oh. Hilf einen armen Kerl! Wo seid ihr denn hin? Glaubst du, sie würden da? Der Kobold hat wohl etwas von seiner Beute verloren. Ich glaube, sie hat ihn da hingestuhlt. Ist hier entlang. An der Wand rumgekratzt? Du ne Chase! Nach mir klettert, okay. Er ist in den Graben gefallen. Hier endet die Spur. Guck mal, was da unten alles leuchtet. Schön Loot. Man dreht sich kurz um, schon sieht man wieder mehr Abschaum in Novigrad. Mutanten durften hier früher nicht rein. Die Stadt geht vor die Hunde. Mal kurz speichern. Nein, 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 nein. Ich will das doch erst aufsammeln hier. Komm schon. Oh, die Leiter ist nicht mal angezeigt. Katastrophe. Ach komm. Ja, nein. Ach komm, dann lasst sein. Ihr macht dann immer automatisch einen kleinen Rückschritt und dann darf man das nicht mehr aufsammeln. So, er ist in den Graben gefallen. Ah, hier ist er schon wieder raus. Schluss damit. Kommt jemand? Hier hören die Pfotenabdrücke auf, Sand. Stattdessen fangen Stiefelabdrücke an. Die Mieze trägt Stiefel? Bist du aber ein langer Lulatsch. Ja, wird hier alles mal so rumliegt in diesen Kisten, ja? Ich kann aber ja nicht aufhören, das zu sammeln. Ich bin süchtig. Süchtiglich. Okay, gucken wir mal, welche Katze hier Stiefel trägt. Das ist bestimmt das passende Märchen dazu. Das ist das. Schnaps. Noch mehr Schnaps. Eine helle Bade und ein Schild. Eine Frauenbluse, ein Männerhemd, Kinderschuhe, aber nur ein Bett. Muss ja irgendwas sehen, was sie verwandeln kann, ja? Haben wir unten noch was übersehen anscheinend? Okay, doch nicht. Aber irgendwo hat sie hier gerade den Schimmer, ich hab's ja gesehen. Dann muss ich mir mal hier ein Bettchen packen. Das ist ja komisch. Noch weiter hoch geht's ja auch nicht. Beide oben noch so ein. Aber da ist ja nur Struff. Alles in Ordnung? Du bist bleich wie der Tod. Was ist denn mit dir hier eigentlich? Ja. Okay. Oh. Wirft meiner Helga lüsterne Blicke zu? Was? Lass mich. Ich hab sie nicht mal angeschaut. Was soll das heißen? Dass sie hässlich ist? Schluss. Lasst ihn in Ruhe. Wie entspannt er redet, Winter. Oh, haben wir da einen Anderling-Versteher?
Ich hasse es, mich zu wiederholen. Lasst ihn. Hey Jungs, hier ist einer scharf auf Dresche. Zeigen wir ihm, was in Novigrad mit Mutantenfreunden passiert. Der ist, da braucht man nur zu spucken und schon trifft man den. Hier will man Dresche. Oh, der andere können wir dann währenddessen in den knallen. Ist okay. Der hat schön geblockt gerade. Nach Batman-Manier. Danke, Fatgern. Wenn du nicht eingegriffen hättest, hätten sie mir die Ohren abgeschnitten, wie Fehler. Oder schlimmer. An eurer Stelle würde ich Novigrad verlassen. Was soll man dazu sagen? Setzen dir die Anderlinge auch zu? Mir? Nein. Im ewigen Feuer, ja. Noch haben sie andere Sündenböcke, die sie verbrennen, aber bald werden sie euch holen kommen. Das glaube ich nicht. So weit würden sie nicht gehen. Ich war 1268 in Riva, während des Massakers. Ich weiß genau, wovon ich spreche. Passt auf euch auf. Was meinst du damit? Was soll ich tun? Das Haus nicht verlassen, den Weg freimachen, um die Menschen vorbeizulassen? Lebt wohl. Okay. Doch eine eigenartige Einstellung für ihn, der gerade. Wahrscheinlich, weil sie gestorben wäre, ja? Auf jeden Fall haben sie alle hier ein Hühnerbrötchen bei. Dein Reptilienblick macht mir keine Angst. Ist die sonst noch irgendwas zu holen? Holen. Ich verstehe das irgendwie nicht, wo ich jetzt hin soll. Ist das hier vielleicht noch? Oh, das kann ja was werden hier. Aus so einer Position eine Treppe hochlaufen, das ist genau. Okay, als Ding. Komm ich ohne hier hin. Ich verstehe nicht, was ich da in diesem Gebäude übersehen habe. Oder muss ich hier draußen nochmal Spuren anfassen? Eigentlich ja nicht, ne? Hier ist so nischt. Ach, guck mal hier, ein Zettelchen. Ein Brief? Sowas. Unser Kobold ist des Lesens kundig, wenn nicht gar gebildet. Dies den Brief. Pule ihn wieder aus dem Inventar irgendwo. Janne, bitte hör sofort mit diesem Unsinn auf. Es mag dich überraschen, aber eine Riesenkatze bleibt den Leuten im Gedächtnis. Warum wählst du nicht eine andere Form, die sicherer ist, wie ich? Ich laufe jetzt seit 3 Jahren als Bettler herum und niemand hat den geringsten Verdacht geschöpft. Und die Einkünfte? Du bräuchtest nicht mehr zu stehlen. Also wie sieht es aus? Wenn du dich dafür entscheidest, lege ich beim Bettlerkönig ein gutes Wort für dich ein. Bis zum nächsten Brief, Louis. PS, verbrenn diesen Brief, sobald du ihn gelesen hast, ja? PS, PPS. Ja, ich weiß, ich bin paranoid, aber tu mir den Gefallen und verbrenn ihn. PPPPS. Wenn ich diesen Brief beim nächsten Besuch bei dir finde, schuldest du mir ein Bier. Okay. Auf jeden Fall musst du schon mal in ein Bier locker machen. Ein Doppler, das erklärt vieles und macht die Sache kompliziert. Ich brauche eine gute Spur, um ihn zu finden. Na. Lavendel, starker Duft. Genug, um ihn aufzuspüren. Okay. Der Kobold. In Ordnung? Du bist bleich wie der Tod. Ach da. Ich vorne jetzt lang. Aber ich habe hier gerade Zaunrübe gewittert. Die muss mit, Freunde. So. Mir war irgendwie so, dass dieser Kobold, weißt du, was Stadtwache ist. Am meisten stört? Ich hatte auch einen Leibwund, aber ich habe uns gehen lassen und wollte nicht umkehren. Sind zu heiß, statt Roggen. Die Stühle zu schmal, die Bierhunden zu klein. Seltener Anblick, so ein Elf und eine Wache des ewigen Feuers beim Schwätzchen. Schwätzchen? Nichts ist weniger wahr. Dieser Rassist hier hat verlangt, mich zu durchsuchen. Grundlos. Du bist ein Anderling. Noch einen Grund habe ich nicht gebraucht.
Sei froh, dass ich nichts gefunden habe. Jetzt verpiss dich in den Wald und spiel Flöte. Das war eine miserable Darbietung. Du solltest den Beruf wechseln. Strauchdieb vielleicht? Du wagst es, einen Beamten im Dienst zu beleidigen? Ich gebe dir einen Rat, Mutant. Du musst gerade reden. Ich weiß, dass du ein Doppler bist. Und ein Kleptomane. Die Händler haben einen Auftrag auf mich ausgeschrieben? Immer die gleiche Scheiße. Oh Mann, ey. Hätte ihn ja auch gleich erklären können, dass er ihn nur will. Boah, Master Jump mit Rolle, Junge. Willst du wirklich einen wütenden Hexer sehen? Willst du? Verdammt, ich sehe alt aus. Du würdest doch keinen Häuptling schlagen, oder? Upsi. Was denn? Oh. Verlieren wir die Nerven? Oh, mit Axi klappt der Dude, hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, der imitiert ihn denn. Bitte aufhören. Ich ergebe mich. Du kannst vielleicht wie ein Hexer aussehen, aber wie einer kämpfen kannst du nicht. Aber wenn ich in deine Haut schlüpfe, merke ich, was du für jemand bist, was du fühlst. Okay, umbringen will ich nicht. Ich töte sie nicht, das stimmt. Aber meine Regeln gelten nicht für jeden und nicht jeder hat mein Gewissen. Also geh woanders klauen. Am besten weit weg von Novigrad. Die goldenen Zeiten für Doppler sind hier schon eine Weile vorbei. Ich weiß, aber ich dachte, mich kriegen sie nicht. Ich dachte, ich wäre zu schlau. Geschieht mir recht. Vielleicht lerne ich es so. Zeit, weit weg zu gehen. Aber zuerst nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Leb wohl, Hexer. Aber schon cool eigentlich, ne? Ich meine, wird man so was in der Luft. In so einer Gestalt alles anfangen könnte, ja? Du kannst ja, ey, ist irre irgendwie, die Möglichkeiten, die du hast. Gebummelt wird nicht. Wenn man denn noch ein bisschen cleverer ist als er? Bei den Titten einer Mittagserscheinung! Du bist ein größerer Lumpenschwein als ich! Was bedrückt dich, meine Liebe? Sei gegrüßt, Meister. Ich hab den Kobold gekillt. Problem gelöst. Ich hab den Kobold aufs Land geschickt. Pferdemähnen verwuscheln und in die Milch pissen, wie es die Tradition verlangt. Und woher weiß ich, dass du die Wahrheit sagst? Keine Trophäe, keine Belohnung. Du gibst mir besser eine. Sonst wird dir die unsichtbare Hand des Marktes eine klatschen, dass du eine Woche lang nicht sitzen kannst. Ich gebe dir die Hälfte der vereinbarten Summe. Und ich werde nicht nochmal mit dir Geschäfte machen. Wer dir heute den Arsch küsst, beißt morgen rein. Du kannst dir nicht mal einen Barrier lassen. Das kacke ja ohne Beweise. Was würde man da sagen? So, was haben wir denn noch schönes drauf hier in Novigrad? Die weiße Dame schwört hier noch um. Tödliche Wunden. Und wir müssen noch das Ding aus dem Sumpf hier abholen. Ich hätte gedacht, dass uns irgendwer irgendwann mal sagt, dass eine Woche oben ist. Dass man dann dahin trotteln kann. Aber das können wir danach einfach mal versuchen. Dann haben wir schon echt einige. Also fast. Wir machen ja fast nur Hexerquests, ja. Haben schon schön was abgeklappert. Oh, okay. Kommst du zufällig vorbei, Wanderer, oder suchst du was Bestimmtes? Wer will das wissen? Rudolf de Jonkheer. Von den de Jonkheers. Ja, meine Ahnen haben das Fundament dieser Stadt gelegt. Jetzt besitze ich die größte Bank hier. Ich brauchte keine Empfehlung. Der Name hätte gereicht. Vater sagte immer, alle sollen deine Vorzüge sehen, Sohn. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ich suche nach Corinne Tilly. Dann bist du hier richtig. Corinne ist drinnen, seit ein paar Tagen schon, träumt von der Geschichte des Hauses.
Achso, ja, stimmt. Ihn interessiert die Geschichte des Hauses ganz dringend und deswegen ist die da. Ich würde gerne reinkommen und mich umsehen. Eigentlich lasse ich keine Fremden bei mir rumstöbern, aber die beiden Schwerter, du bist ein Hexer. Dich lasse ich rein, Marotte von mir. In Wahrheit sind wir schon von den Also ich wollte sie ja nicht. Wirtschaftlich. Wollte sie ja an ihren stolpern? Ich würde schon gerne diesen Quest noch machen. Du bist Chase. Bevor ich hier meine Finger in irgendwelche Hauptaufgaben stecke. Diese Jugend heutzutage. Alle weichen der Birne. Du brauchst auch Geld, wie? Oh. Verdammter Mist. Ich bin wegen des Auftrags hier. Ah ja, eine Nachtwache wurde ermordet. Zähe Männer, bis an die Zähne bewaffnet. Muss eine Bestie gewesen sein. Muss? Was macht dich so sicher? Wenn du die Leichen gesehen hättest. Erzähl mir mal von den Leichen. Wie sahen die Leichen denn aus? Sowas habe ich im Leben noch nicht gesehen und ich habe viele Leichen gesehen. Kennst du die Geschichten von Menschen, die in der Wüste von Serikanien gestorben sind? Vor Hitze? Diese Leichen stammten direkt aus diesen Geschichten. Okay. Reden wir zuerst. Klingt über ja irgendwie Bezahlung. Nach einem Vampir, oder? Ich weiß, was meine Dienste wert sind. Weil ja bestimmt so ausgetrocknet die sind, die Leichen. So leer gezogen. Ich versuch's hier nochmal mit. Na gut, das müsste ich zahlen können. Vorausgesetzt, du tust gute Arbeit. Na, aber logisch. Die Leichen wurden begraben? Wo? Auf Befehl hin wurden sie verbrannt. Unser Arzt hat sie sich vorher angesehen. Rede mit ihm. Er ist am Hafen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wir bezahlen dich auch. Die Jungs und ich haben für eine Belohnung zusammengelegt. Ich glaube, der Arzt, der war jetzt Unverfrorenheit. Besonders kommunikativ. Bewaffnete Grobiane in der Stadt. Ein Skandal. Ein Bordell eröffnet. Ich komme schon wieder über ihren Fingern, ne? Ich glaube, ich habe echt ein Problem. Was machst du denn? Zusammen! Oh la la, komm, Leute, wir laden einfach mal ohne bestimmten Grund. Damit das Spiel wieder besser läuft. Performance-technisch. Ciri war in Novigrad eingetroffen. Es bestand keine Hoffnung, sie in der größten Stadt des Nordens. Was machst du denn? Aber Geralt hatte zuverlässige Freunde. Er beschloss, sich an Triss Merigold zu wenden. Aber wenigstens war ich diesmal so clever und hab vorher gespeichert. Und ihn halt gerne gesehen hier. Mit dieser Visage kriegst du nichts zusammen. Du musst elegant aussehen, wie ich. Oh, Pest! Ich will wissen, was aus den Jungs geworden ist, dem wir hier Kohle zum Saufen hier haben, ja? Ob die noch einen schönen Abend hatten? Almosen für die Armen! Guck mal, guck mal! Hier ist doch keine Wache, ne? Da kann ich hier doch mal in den Sack reinfingern. Schön für eine leere Flasche und Schafsfell, Alter. Daraus kann ich mir eine Bombe bauen. Irgendwo hier am Hafen hängt unten noch ein Typ rum. Der verkauft 100 leere Flaschen. Irgend so ein Bettler. Ach, das ist doch gar nichts. Aber ich weiß nicht mehr, was das genau mit dem Aufsehen hat. Ich glaube, irgendwo passiert, wenn du alle seine Flaschen kaufst. Alter, was hier für Zutaten schwer drin sind. Und das ist das Coole halt, ne? Wenn man überall seine Finger drin steckt, hier so ein Meteoritenbahn, der ist richtig was wert. Und wenn du davon viel mitnimmst von diesen Sachen, musst du nichts. Eigentlich keine Kohle ausheben. Für den ganzen Plunder, um den bauen zu lassen bei irgendeinem Schmied oder so. Diese Glyphen daher, übel wichtig. Das meinst du nicht ernst? Entweder das oder jemand hat noch erstochen und seine Leiche in den Kanal geworfen. Im Leben muss man was riskieren und nicht einstecken.
Ich glaube, hier unten ist das ja der Penner, der da liegt, der ist das. Können wir gleich mal ransteuern, ne? Ist das hier nicht dieses Kraut? Ja. Immer mal mitnehmen. Alles voll. Oder unten schwimmen auch Ertrunkene im Wasser. Kann die Hoffmann sieht vielleicht eine Kiste von hier oder irgendwas? Schöne versunkene Odrin. Ich dachte, der ist das. Kann man den irgendwie wecken? Ich kann das nicht angreifen, okay. Willkommen, willkommen. Was hast du denn beerdet? Der hat 225 Flaschen. Aber da mache ich mich erstmal schlau, vielleicht im Internet. Da? Vielleicht gibt es ja dazu nur irgendwie, was man vorher wissen sollte. Hey, Hübscher. Was muss ich tun, um deinen schönen Turn zu kriegen? Meister Hexer? Meister Hexer? Ich bin no, lassen wir uns mal von dem Arzt Götter. Noch informieren. Der Sensenmann kommt mich holen. Oh, da muss ich hier offline plündern, Leute. Meine Gier ist zu groß. Was ist denn dieser Kunde? Du würdest einen guten Seemann na, abgeben, unten. Bis die Kotzerei anfängt. Du bist der Arzt. Was kann ich für dich tun? Mir so eine Maske geben, Alter. Es geht um die toten Wachen. Du hast die Leichen untersucht. Haben ihre Freunde dich angeheuert? Gut, ich helfe dir gerne. Das ist bestimmt nicht schlecht, so jetzt zu Corona-Zeiten mit so einem Ding mal irgendwo aufzutauchen, ja. Die letzte Leiche, wo wurde sie gefunden? In einer Seitengasse an der Straße vom Hafen zu den Freudenhäusern. Sie wurde mitten in der Nacht dorthin gebracht. Den Ort muss ich mir mal ansehen. Ich habe gehört, dass die Leichen vertrocknet waren. Glaubst du auch, dass sie von einer Bestie getötet wurden? Ich nicht. Sie waren vertrocknet. Vielleicht wollten sie einen Magier festnehmen, der sie verzaubert hat. War es Dehydration? Ganz sicher nicht. Aber ich weiß nicht, womit es sich vergleichen lässt. Hast du an den Leichen Klauen oder Bissspuren gefunden? Bissspuren, nein. Klauenspuren nicht unbedingt. Nur Kratzer. Wahrscheinlich von Fingernägeln, von ihren Abenteuern bei den Huren. Danke. Ich sollte mir mal die Stelle ansehen, wo sie gefunden wurden. Viel Glück. War doch informativer, als ich dachte. Darf ich auch noch in deiner Kiste rumpulen? Na los, dann gucken wir uns die Stelle noch an. So viel Zeit haben wir noch. Ach, das ist ja da auf der anderen Seite vom Dock, oder? Alter. Wieso hat er zwei Schwerter? Wird er sie so oft? Das muss eine richtige Tour gewesen sein. Ja, sieht schon echt schick aus hier am Hafen. Also überhaupt so das Spiel, ne? Aber das haben sie echt cool gemacht. Wirkt halt so richtig belebt. Da hat man ja oft in diesen großen Spielen, dass da dann laufen irgendwo drei Leute rum oder so. Hey, sieh dir den Rumtreiber an. Gar keine üble Jacke für einen Rumtreiber. Vielleicht können wir sie ihm wegnehmen. Nee. Du hast doch nur Mist im Chat. Siehst du nicht, dass das... Die Leichen wurden hier gefunden. Ich muss nach Hinweisen suchen, nach etwas Ungewöhnlichem. Genau. Diese 1 Million Fußspuren hier? Die Fußabdrücke eines Kindes. Verdammt, hier sind viele vorbeigekommen. Und Hufe? Hufspuren, eindeutig. Ein Pferd? Ich kenne kein Pferd, das auf zwei Beinen geht. Warum sagt mein Papa dann, die Passiflora ist die schmutzigsten Huren? Ich habe Verdacht. Aber Verdacht klären wir in nächste Folge. Alles klar, Leute, ich hole mir einen Kaffee und dann machen wir weiter. Und ich glaube,
Ach nee, das sage ich euch in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut.